Schau mal, schön an. Willkommen zu diesem von Buckys. Ich wollte mir wünschen, oben nach, aber zuerst müssen wir noch eine Runde aufbauen. Ist eine Weile her, ich hatte letzte Zeit keine Zeit und jo. Ich habe mir ja noch ein bisschen aufgelevelt. So. Dann, wohin gehen wir jetzt eigentlich hier hin? Nicht, genau. Hier ging es weiter. Ach ja, übrigens, ich bin hier. Wie jetzt hier unversehen können werden tut. Auf Level 20. Das heißt, wir sind auf Chera-Niveau. Leute, wir haben Undertale überholt. Oder wir sind gerade dabei, es zu überholen. Hier ist übrigens der Shop, da habe ich auch schon meine Sachen abgegradet. Ich bin auf dem neuesten Stand, bambaram. Und das sind Typen und die sind schwach. Also sie waren zumindest schwach vor 3 Leveln. Ich weiß nicht, ob die immer noch schwach sind. Vielleicht, Leute, sind die jetzt etwas stärker. Also ich habe übrigens neue, hier, wie heißen die nochmal? Okay, sind jetzt sehr schwach. Und die holen sich wieder Leute wie Crab. Ich habe übrigens ein paar neue... Genau, PSI-Attacken gelernt. Vorhin haben die wenigstens noch ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt machen sie den, den Schaden, der bei Pokémon Schaden von Level 1 Pokémon von Level 100 Pokémon wäre, während es kein 4 Pokémon ist. Auch witzig. Uah! Wir haben ein Gemisch und da ist Mr. D gekommen. Mr. D ist da! Der Götterfeind! Ja, ja, der gute Mr. D. Ich bin mal gespannt, wo er sein Gold versteckt hat. So. Angriff! Ja, das sind leider noch kein One-Hit, aber ich glaube, das kann ich rauscutten. Bis gleich. So, Leute, hätte ich jetzt aber auch nur gelangweilt. Ja, ja. Puh. Wie viel brauchen wir nochmal fürs nächste Level? Okay, Leute. Ich glaube, wenn noch ein paar solcher Kämpfe kommen, bekommen wir doch das nächste Level. Ach ja, genau, meine neuen PSIs hier. So, live better. Und, fail. Und dann hier noch, nee. Ach nee, genau, stimmt, hier Stealth. Und Dang. Und hier genau, Flash habe ich noch gelernt. Und habe ich noch was gelernt? Nö, das war schon alles. Und bald bekommen wir auch noch etwas, das dafür sorgt, dass es sich sogar lohnt. Dass wir hier diese ganzen Assist-Sachen haben. Denn noch können wir sie kaum benutzen, weil wir ja nur ein einzelner Spieler sind. Aber... Okay, damit habe ich euch jetzt eigentlich schon krass gespoilert. Raben! Hilfe! Nee, nicht Raben. Krähen, Gablems! Es ist ja nicht so, als hätten wir dich schon vor 3000 Jahren kaputt gemacht. Oh Gott, zwei neue Gegner! Wie sollen wir den kaputt machen? Wir haben keine Chance, der macht uns 999 Damage! Ah, ein Cookie! Der ist so eine krasse Lebensteil-Ding. Hey, ja. Was ist das Update von Cookie? Der Croissant. Und da oben sind die bewegenden Bäume. Ich glaube, die werden auch kein Problem mehr. Okay, danke. Du zeigst wenigstens, dass du One-Hit bist. Bravissi. Noch ein Cookie. Den fresse ich gerne. Dann sollten wir doch wieder voller Hilfe sein. Yeah, maxed out, Diggas. So, Leute, ich tu hier noch kurz mal speichern. Safe Game Possession, Slot 1. Bom, bom, bom. Denn wir sind verfolgt bei Abstürzen. Und hier ist irgendwas drin und hier ist die coole Musik. Wer? Bist du Ness? Ness, ich bin so glücklich, dass du es bist. Ich hatte einen Traum. Ich hatte einen Traum, dass ein Junge namens Ness mein Schicksal wäre. Ich weiß, schwer zu glauben. Also, ich wusste, dass du mich holen würdest. Wärst du nicht gekommen? Was? Also, hey, ich selbst versucht hier rauszukommen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Du musst... Carpenter, klar. Du musst den Schlüssel von Mr. Carpenter bekommen. Er hat ihn versteckt. Ich habe gehört, Carpenter kann Blitze kontrollieren. In diesem Fall solltest du den Fraglin-Badge tragen, okay? Jo. Dieser Badge hier, jetzt ohne euch spoilern zu wollen, begleitet uns übrigens genauso wie ein bestimmter Gegner durch die gesamte Spielerreihe. Und, jo, ich habe übrigens heute die gesamte Spielerreihe zu spielen. Ich bin mal gespannt, ob der auch in Mother 4 wieder reinkommt. Ich weiß nicht, haben sie sich mittlerweile dazu geäußert? Nee, oder? Ich bin nicht sicher, aber... Also, ein Earthbound-Spiel ist eigentlich kein Earthbound-Spiel ohne den Franklin-Badge. Genauso wie ohne Magipsy. Ach, ihr wisst noch gar nicht, was Magipsy ist. Außer guckt euch das natürlich an, einfach nur euer Earthbound-Wissen nochmal aufzufrischen. Oder dazu zu gucken, wie ein anderer es nochmal spielt. Na gut, egal. Jedenfalls, ich vermute mal, dass es im Mother 4 drin sein wird. Ich werde warten, bis du zurückkommst. Komm wieder zurück und hol mich ab, sobald du Carpenter besiegt hast. Keine Sorge über mich. Ich weiß, dass du seinen Arsch treten kannst. Okay, gut, dann hier, Guts. Yeah. Dann hier, Hüp. Franklin Batch. Indem du es in dein Items wählst. Ja, okay, wir müssen es also nicht tragen. Genau so war das, oder?
Ah, übrigens, Random Fact. Der Sans hat, also aus anderen Teilen hat in seinem Labor ein, großes, ach nee, warte, das kann ich euch am Ende von aufbauen, aber jedenfalls hat er da noch ein, hier ein Badge. Was heißt nochmal genau, in Orden? Und es wird vermutet, dass der Franklin Badge ist. Sein ist der Grund, warum er auch vermutet, dass, der Sans hier Dennis ist, wollte ich gerade sagen. Dann ist das Spiel abgestürzt. It's such a pain in the ass, and the pain is so krass. Ja, yeah, krasses Englisch. So, ja. Jedenfalls, das ist auch eines der Säulen, auf denen es vermutet wurde, findet ihr dort in seinem Labor. Ich werde zu diesem Thema nochmal gegen Ende des Spiels zurückkommen. Warte hier mal. Ach, das hatte ich schon. Okay, gut. So. Dann würde ich mal sagen, behalten wir es hier drin, denn der Franklin Badge hilft uns noch bei mehreren Gegnern. Und da ist ein guter alter Bekannter. Den habe ich schon dran. Genau, das ist der Poké. Hey, Ness. Du bist nur hier, um mich zu ärgern, oder? Du kannst mich jetzt Meister Poké nennen. Seitdem Mr. Carpenter mich eine wichtige Person in Happy Happism gemacht hat, sollst du uns joinen, aber ich weiß, du willst es nicht. Ich bin glücklich, ich bin gejoint. Ich werde dich nicht. Ich werde dich nicht bekämpfen, aber diese Leute werden es. Später Kartoffler. Ja. Yeah. Hauptsache noch eine Krähe dabei. Ja, Wilhelm, wieso verrätst du uns, unsere eigenen Soldaten gegen uns zu schicken? Das geht nicht! Das ist Verrat! Dann töten wir es ja zuerst. Da kennt ihr aus One Piece hier, wie heißt es nochmal? Albastia Arc oder wie dieser Ort nochmal hieß. Erste Regel Assassination: schwächster Gegner zuerst getötet. So. Bam, 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 bam. Ja, kennt ihr wahrscheinlich noch von dem Kampf gegen Mr. One und Miss. Keine Ahnung mehr, wie die hieß. Diese Spike-Frau dort. Ist eine Weile her. Na gut. Und ja, Happy Pism hier ist übrigens eine Religion. Worum es da geht, sehen wir jetzt noch. Naja, ich trinke mal kurz den Schluck, 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 Schluck. So. Nochmal speichern, denn wir werden gejagt von den Abstürzen. Und die bringen uns alle um. Die zerstören meine Determination, weiter zu spielen, und der Score wird das nicht mögen. Und deshalb müssen wir weitermachen, denn ansonsten tötet Goddad uns. Bam, bam. Okay, zu viel Musik. Ja, die Schatz sind einfach nicht witzig, wenn ihr kein Undertale gespielt habt oder nicht wenigstens mein Let's Play gesehen habt. Oder ein anderes Let's Play, geht ja auch. So, komm schon, friss mich! Friss mich! Ja! So, BÄM! Komm, noch ein, komm, BÄM! Yeah! Leute, ich glaube, wir sind die richtigen Killermaschinen, aber gut, Level 20, dafür muss man auch erstmal den Sans besiegen. So, dann, ich will mal sagen, wir wissen jetzt genau, wo wir hin müssen. Wissen jetzt genau, was wir tun müssen. Wissen jetzt genau, was wir zerstören müssen. Ah ja, noch ein paar witzige Dialoge. Hier sind sie wirklich am besten. Diese Dialoge hier sprechen wirklich vom blinder Fanatik. Und da ich damit schon öfters Bekanntschaft gemacht habe, werde ich die einfach mal hier schreiben. Blau, blau. Ich wünschte, alles in dieser Welt wird blau werden. Ich denke, dass diese Leute, die nicht alles in Blau bemalen, genau das Gegenteil von friedlich sind. Ich möchte, dass sie alle zuhören. Selbst wenn ich ihn dafür verprügeln muss. Ja. So. Was? Also. Später. So, Ruhe. So. Als ich alles blau bemalt habe, so wie es Mr. Carpenter gesagt hat. Was? Ist meine Frau, welche weggegangen ist, zurückgekommen zu mein Zuhause? Scheiße, was ist das? Wartet, erstmal den hier noch. Wuhu! Ein Kaltivist. Bam, 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 bam.
So, ja, und jetzt sterben. Bum, 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 bum. Und er wird wieder normal. Und konnte dank der Macht meiner unendlichen Gewalt glücklich weiterleben. Und da seht ihr, Leute, der Schlüssel zum Frieden auf der Welt, der Schlüssel zur Hoffnung und Freiheit liegt in den Händen der Legalwaffenbesitzer. Ich bin einfach nur eine alte Kuh. Aber Mr. Carpenters, ist ja hier so ein Wortspiel, das kann man nicht auf Deutsch sagen. Nach Botschaften tun mich immer bewegen. Ja, tun mich immer move. Ja, kein Kettchen, das ist Deutsch. Deutsch ist scheiße. So, speichern wir nochmal. Huch, ich bin ins falsche Haus gerannt. Was sagst du? Wir sind hier alle eine große, glückliche Familie in glücklich Stadt. Eigentlich ist unsere Politik einfach nur... Was? Dass wir unseren Familienmitgliedern erlauben, hier in diesem Dorf zu bleiben. Wie auch immer, wenn du darüber interessiert bist, Happy Herbissen zu lernen, können wir eine Ausnahme machen und dich für 50 Euro bleiben lassen. Ich hab noch nie so einen Disrespekt gehört. Geh raus und bleib draußen. Ja. Und da glaube ich, da Scientology begonnen. Na gut, wir machen es hier aber trotzdem, weil ich glaube. Ja, komm, bitte. Ich glaube, das hier ist so ziemlich der, ich glaube jedenfalls, das hier ist das Hotel hier von. Bin ich mir sicher, das ist eine Weile her. Sehr gut. Mal sicher, dass du ein Blau-Blau-Gebet machst vor der Bettzeit. Yay, wir schlafen mitten unter Feinden. Daran sind schon einige chinesische Kriegsherren zur Allzeit gestorben. Aber wir don't care. So, ja. Jetzt jedenfalls, wie viel PP haben wir jetzt? Ja, werden wir hoffentlich zu dem Kampf gegen Carpenter nicht brauchen. Aber wir haben sie, Leute. Wir haben sie. So. Zeit, in die Kirche zu gehen. Das einzige, außer dass es nicht blau ist. Ich bin mir nicht sicher. Doink! Freund, doink! Was? Ach so. In. Talender Fred! Doink, doink! Ja. Oh, hier ein Hippie. Na, oh, Mr. Carpenter. Kommuniziert mit den Heiligen. Er ist fähig, inspirierte Botschaften zu überbringen. Yeah. Dann hier in deren Gebetshaus. Du willst also direkt zu Mr. Carpenter reden? Du musst sicherlich denken, dass du extrem wichtig bist. Und Junge, hast du eine Menge Nerven. Was? Du hast dich verdient, von irgendeinem Blitz getroffen zu werden. Ja, dafür musst du aber weggehen. Hallo? Das ist meine einzige Antwort, Leute, dazu ein glückliches, schmatzendes. So. Hier nochmal speichern. 80 Damage. Bam, 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 bam. Und wir nehmen fast keinen Schaden. Yeah. Kadotski Kick. So, und wir sind Level 21. Leute, wir haben nicht mehr Undertale aufgeholt, wir haben Undertale überholt. So. Oder was doch hier? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Nee, hier ist der Doktor. Doktor ist in der Bippy Village. Mit etwas Glück ist die Frau da jetzt weg. Ja, danke dir. So, dann speichern wir nochmal. Und hier seht ihr jetzt, was Zwara-Fanatismus ist. So. Hier. Takentu. Es gibt keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Blau, blau. Oh, du möchtest einer von uns werden. Dann gib auf mit dem, was du tust. Und geh und triff den großen Mr. Carpenter. So früh wie möglich. Danke, dass uns trotzdem zum Geschenk voll ist. Da ist ein Croissant drin. Aber wir haben bereits viel Duft, deshalb lassen wir den Croissant drin. So, keine Antwort. Dann
blockiere den wahrscheinlich. Blau, blau. Was? Ich blockiere deinen Weg? Okay, dann bewege ich mich halt weg. Danke dir, sehr freundlich. Kein Response. Kein Response. Kein Response. Blau, blau. Ich sage, bewaffnet die die Torpedos mit voller Kraft voraus oder irgendwas in diese Richtung. Ich werde dich jetzt kaputt machen. Das werden wir sehen. So, kommt, wir machen hier Happy Village noch in dieser Folge zu Ende. BAM! Ohne dass er einen Schaden nehmen konnte. Habt ihr das gesehen, Leute? Yeah! So. Ich werde jetzt was leiser, bevor nachher wieder die Nachbarn die Polizei rufen. Keine Response. Keine Response. Geht's ja Fleisch. Hä? Hallo? Gibt's ja keinen Weg entlang. Komm, irgendeinen muss es doch geben, oder? Blau, blau. Nerv uns nicht. Wir sind in der Mitte von unserem Gebiet. Okay, ich gehe schnell aus dem Weg. Ach. Ah ja, jetzt verstehe ich, glaube ich. Blau, blau. Unterbrich ich unser Meeting? Ich werde dich zerstampfen. Versuch's doch. Opfer. Jemand zerstampft mich so einfach. Ich habe 20 Level lang mich damit beschäftigt, meinen Körper auf die höchste Stärke zu bringen, auf die ein Mensch überhaupt erreichen kann. Und du willst mich zerstampfen? Stirb! So, das hat er jetzt davon. Das haben sie jetzt alle davon. Irgendwie tun sie mir leid. Blau, blau. Ich werde irgendwo anders stehen. Blau, blau. Lagoon, blau, blau. Nicht du. Oh. Hallo? Du vielleicht? Hallo? Was ab? Kö? Kö? Warum nicht? Blau, blau. Was? Sagst du, dass ich nur... Was? Dass ich nur fähig bin, zu einem Platz zu gehen? Das ist nicht wahr. Guck. Achso, auf einem Platz zu stehen wahrscheinlich. Ja. Grün, grün. Ups, das ist nicht was. Ich bin hier immer noch neu. Boah, hier die Lecks wegen ganzen Entities. Hauptsache hier stürzt das Spiel nicht ab. Ich speichere nochmal einfach nur zur Sicherheit. Ich versuche zu lernen, wie man pfeift. Ich habe gehört, das Pfeifen nein zum Lächeln bringt. Ich werde sie hier immer üben. Blau, blau. Du bist ein seltsamer, unmaskierter Typ. Du kommst nicht in den Himmel. Das hast du nicht zu bestimmen. Denn ich schicke dich jetzt direkt zur Hölle. Boah, das war eine Punchline. Habt ihr das gehört, Leute? Das war eine richtige Line. Boah, das muss ich merken. Das muss ich mir merken für das Buch, das ich bald schreibe. Direkt aufschreiben. So, komm. Kaputter Typ. Johan. Wann ist hier eigentlich das nächste Level? So, hier ist das. Oh. Oh, dauert noch eine Weile. Hier ist ein seltsamer Typ, der rumgeht und den. Sprechen wir jetzt an Blau Blau. Warum, wenn eine Person nicht blau ist, hier sein? Hauptsache aber, der kämpft nicht gegen uns. Lol, die tanzen im Kreis herum. So cool. Speichere mal kurz. So. Und wir sind jetzt hier bei dem Endgegner von dieser Arc, glaube ich. Ah, yeah! Ich habe geschrien, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Okay, das war definitiv nicht der Endgegner. Was für ein Dialog. So, das hier ist der Endgegner. Mr. Carpenters Schrein mit seinem Divine. Und das hat sich gereimt. Das war Mr. Carpenter Schrein mit seinem Divine. Und das war voll der Rhyme. So, jetzt. Paar Schlückis Wasser geglückelt und wir sprechen ihn an. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Ich brauche deine Assistenz, um zu helfen, die Welt blau zu machen. Und es zu einem glücklichen und friedlichen Ort zu machen. Willst du meine rechte Hand werden? Natürlich. Du Idiot. Ich habe dich genau in meine Falle gelockt. Was? Haha. Mr. Carpenter's Blitz war von Franklin Batch reflected worden. Yeah. Ich glaube, wenn wir es nicht gemacht hätten, ich weiß nicht, entweder wenn wir jetzt, also wenn wir nicht vorhin zu Paula gegangen wären,
hätten wir jetzt entweder mit großem Schaden gestartet oder wir wären direkt irgendwo anders aufgewacht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Erster Tag, 62 Damage, du Mr. Captor. Crashing Boom, Bang, Attack, Tit and Tit, A1. The Franklin Bat, Shutting Lighting, Reflected auf den Typen und ihm sehr großen Schaden gemacht. Und das war's schon. So viel zum Endgegner dieser Arc. Ich glaube, ich sollte aufhören, mich immer so zu überleveln. Nest Gains. 1412 Experience. Yeah. So. Hast du die Mani-Mani-Statue unter mir gesehen? Seitdem ich die Statue habe, habe ich einige schlimme Sachen getan. Bitte vergib mir, wenn du kannst. Ich möchte einfach nur ein normales Leben haben. Ich entschuldige mich an jeden. Hier ist der Schlüssel, um das Gefängnis in der Mountain Cabin bei Paulas zu öffnen. Nimm den Schlüssel und geh, dein Rucksack ist voll. Du solltest das hier nehmen. Was? Selbst wenn du eins dein Item wegwirfst. Okay. No problemo. Bra. Da will ich mal sagen, werfen wir hier. Oh, das hat sich cool angehört. Das hier weg. Yeah. So, dann hier. Jitakli, komm, komm, komm. Yeah. Habt ihr das gesehen, Leute? Das war die Jitat. So, dann speichern wir nochmal. Ich kann einfach nicht genug vom Speichern bekommen, Leute. Ich glaube, ich bin süchtig. So simpel ist das. Ich bin süchtig danach. Yeah. Und die Musik ist jetzt nicht mehr so fucking creepy. Und die Halle ist etwas leer und dann sprechen wir mal die Leute an. Es sieht aus, als wäre jeder aufgewacht und weggegangen. Da sind noch drei Leute übrig. Ich möchte nicht bleiben. Ich gehe raus. Ja, hier die Sachen können wir uns noch im Nachhinein holen, aber brauchen wir nicht. Schön über alles. Lass uns Kolumpel sein. Lass uns Kolumpel sein. Das muss ich merken. Das ist hier mein neuer Channel Insider. Oh, Poki. Was für ein schöner Albtraum. Ich bin irgendwie aufgewacht. Yes. Lass uns wieder. Warte. Halt schon mal. Was für ein horrorhafter Albtraum. Ich bin irgendwie wieder aufgewacht. Ness, lass uns wieder Freunde sein. Bitte antworte mir. Ich verspreche, ich bin gut. Okay. Steal. Wie geht der weg? Ha! Ich hab dich angelogen! Sieh dich, Scheißkopf! Naja, das ist der Poki. Wir ihn kennen und ich lieben dafür aber hassen. Naja, Liebe ist Hass ist ein stärkeres Gefühl als Liebe. Ach ja, übrigens, was ist an diesem Stand hier? Wir können so viel bezahlen, wie wir wollen. Und wir werden halt nur, wenn wir hinterher einen Typen, der hier stand, steht, angegriffen mit der Aussage: Hey, ich beobachte die Leute, die beim Stand nicht richtig bezahlen. Ich hab gesehen, du hast nicht bezahlt! Wenn wir dann besiegen, was natürlich passiert, weil der schwach ist wie Scheiß noch was, sagt etwas mit: Ha! Du hast diesen Kampf gewonnen! Aber. Ich sehe es. Du bereust es schon. Na gut, dann hier. Oh. Naja. Traurig, Leute, oder? Ich weiß nicht, vielleicht würde es helfen, wenn ich die 15 anderen Fenster mit dem SNES-Emulator im Hintergrund ausmachen würde, die ich drauf habe. Für den Fall, dass das Spiel abstürzt. Wie du das einfach... die Vorstellung... Ich weiß ja nicht, wieso das Spiel die ganze Zeit abstürzt, aber ich habe im Hintergrund 17 Mal das Fenster offen, damit ich es direkt wieder starten kann. Na gut, Leute. Wir holen uns jetzt mal eine, die Referendin. So. Bam! Hey, Paula, ich bin da und du bist sexy und ich habe den Schlüssel zu deiner Kabine. Ness hat den Schlüssel zur Kabine genutzt. Danke dir, Ness. Du bist genauso, wie ich mir vorgestellt habe, dass du wärst. Oh. Ich bin sicher, dass einige Leute in Tucson sicherlich hier sich Sorgen um mich machen. Zurückzugehen könnte gefährlich sein, aber wir können es schaffen, wenn wir unsere Stärken kombinieren. Ich werde das kleine bisschen... Ich bin fähig, ein bisschen psychokinetische Power zu benutzen und die ist eigentlich ziemlich tödlich. Lass uns zurückgehen zu Tucson. Ja, da sie gibt uns auch direkt einen kostenlosen Teddy mit. Finde ich super. Ist auch wichtig, weil die jetzt hier extremst unterlevelt ist. Paula hat dich gejoint! Und das wäre jetzt ja unser erster konstanter Mate. Huch. Ach, warte, das Speichern wäre auch nicht so schlecht. So.
Die ist hier nämlich Stills und bei der Brawler. Level 1, wie ihr seht. Bam. Aber, der hat dafür ein paar Sachen, die es ziemlich in sich haben. So, hier, Pika Freeze. Ach ja, das ist das Einzige, was der Moment hat. Na gut, ich werde es ja ein bisschen leveln hier. Und dann gucken wir mal weiter. Hm? Wir können ja schon mal hier mit gerade beginnen. Wusch. Hä? Der Kampf beginnt. Der Kampf beginnt, Leute. Das Fjord speedet uns. Ach nee, das war jetzt einfach nur, weil es keine Attack-Move gemacht hat. Na gut, jedenfalls, ich werde die Paula ja offscreen ein bisschen ableveln. Ach, übrigens, mit der Paula haben wir jetzt auch einen neuen Backpack-Space. So. Ja, wir haben einen neuen Namens... Ich habe jetzt gedacht, spiel ich jetzt wieder ab, aber nee, das ist nur dieser nervige Typ, Gott sei Dank. So, ja, ich werde hier offscreen ein bisschen weiterleveln und dann gucke ich irgendwie mal weiter. Jo, nächste Folge sind wir auch direkt bei dem nächsten Story-Ding hier. Keine Ahnung mehr, wo das war, ob wir uns nur auf dem Weg begegnen oder sonst wo. Aber ja, Leute. Wir sehen gleich mal weiter. Bis später.